Lass dir was einfallen. Mhm. Schmeiß die Scheiße gleich einfach an die Wand. Und dann hab ich mir was einfallen lassen. Okay, pass auf. Wir machen es anders. Ich habe eine Idee. Ich finde Vase auch besser. Ich gebe Mikasch recht. Ich mag die. Die finde ich absolut hässlich. Gut, wenn wir... Ich mag die. Wenn dann die vielleicht... Alter, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Viel zu viel. Die geht da nicht rein. Das ist doch Kacke. Das sieht richtig doof aus. Ja, natürlich sieht das doof aus. Scheiße hier. So. Und nu? Was machen wir nu? Naturdeko. Eine Socke. Ja. Pass auf. Gibt es eigentlich Kakteen hier? Ich habe schon so viele Sukkulenten gesehen, aber noch keine Kakteen. Oder ich war blind.
Ja, das stimmt. Ich könnte es suchen, ne? Denn das jetzt? Ich hatte eben schon was, was ich nehmen wollte. Oh, die mag ich auch. Die Monstera mag ich. Die ist aber zu groß. Okay. Dann nicht. Dann nicht eine Monstera. Dann leg dich doch gehackt, Drecks-Scheißspiel. So, mehr Deko gibt's nicht. Orchideen sind auch schön. Erschüttert. Naja, ihr habt gesagt, ich soll den Tisch nicht so voll haben. Wer soll denn da noch essen? Ihr dürft mir gerne was sagen. Was soll ich da noch hinhauen? Ich meine, wir können es auch später machen. Das ist jetzt nicht für sofort, ne? So, Licht aus, Fresse dick. Hier haben wir noch gar nicht verkauft, ne? Gut. Bei Deko kommt nur Frust auf. Ja, es ist so. Vielleicht hätte ich nicht so viel fragen sollen. Sonst heißt es von euch immer, du bist der Streamer. Du kannst entscheiden. Musik klingt wie Kaliu. Was? Wir brauchen hier aber jetzt eine Fensterbank. So, und die Fensterbank hatten wir jetzt immer gesagt. Dunkles Buchenholz. Und wir nehmen natürlich jetzt auch die Rollläden mit rein. Ja. So, und den Stil, den können wir jetzt nochmal kopieren. So. So nämlich. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar mehr Fenster haben, aber die kriegen dasselbe. Aha. Aber das sind ja auch wieder...
keine Fenster, die man öffnen kann, ne? Da muss ich nochmal was ändern, da. Ich glaube, da muss einfach ein anderes Fenster rein, ne? So, was hat er gesagt? 5 mal 6. Das ist auch 5 mal 6. Ja. Das ist gut. Oh nee, nee, nicht duplizieren. Warte mal. Stil nochmal kopieren. Jetzt machen wir duplizieren. So. Und dann gucken wir mal, ob wir hier den Stil auch anwenden können. Anwendern. Kennt ihr Anwendern? Ha. Nee. Nee, Rollläden sind hier scheiße. Ich sehe vor allen Dingen gerade nichts. Ja, nee, ist gut. Basis. Zack. Das müsste es sein, ne? Ja. Fensterbank. Die. Basis A, das. Basis B, das. Bestätigen. Hier auch nochmal eben. Basis A, zack. Basis B, zack. Fensterbank, this one. Bestätigen. So, haben wir schon mal. Die Fenster sind schon mal. Ne? Nice. Kinderserie, der kleine Text ist schon groß. Viel. Okay, sagt mir gar nichts, die Kinderserie. Super, meine Mom ist mit ihrer Katze beim Tiernotdienst. Oh, das ist nicht so schön. Aber oh, wo wir gerade so vom Tiernotdienst sprechen, ne? Ihr werdet es nicht glauben. Bei uns war der Fuchs. Und jetzt haben wir keine Hasen mehr. So. Also. Gegen meiner Schwester so mit ihren Hühnern. Ja, ist übel, ne? Wir hatten das ja vor Jahren schon mal, wo wir so ein Riesenmassaker hatten. Mit unseren Enten. Die eine hatte keinen Kopf mehr, die andere hatte den Hals weggenagt und dann waren die Hasen auch, also ein Hase war tot, der andere, den hat sie mit, hat der Fuchs mitgenommen und der andere war noch da. Jetzt, das ist, weiß ich nicht, 4 Jahre her, locker. Und jetzt 2 Hasen haben wir gehabt
Und einen hat er mitgenommen, den anderen getötet. Oh. Ist irgendwie nicht so geil. Ich weiß noch nicht so, ob ich diesen Raum geil finde. Oder ob wir das sogar wegreißen. Weil wir machen ja eh noch einen großen Keller. Und dann könnte ich hier noch so ein bisschen Schuhe und sowas hin, ne? Also so. So haben meine Eltern das. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, da machen wir hier diese Wand zu. Und diese auf. Und dann ist das so unter der Treppe so eine Sache, die man so nutzen kann, noch so für ein kleines Schuhregal und so. Hier kommt eine kleine Garderobe hin, aber nicht groß, weil sonst stürzt ja an der Treppe. Hab sogar schon über... Oder halt eine Garderobe, eine richtige, ne? Aber das mit der Schrägen halt kacke. Unter der Treppe wohnt Harry Potter. Auch. So, was machen wir denn mit dem Flur? Oh, wisst ihr, was wir vergessen haben? Ha! Da habe ich mich so gefreut, dass ich sie gefunden hatte eigentlich. Warte mal. Fußleiste. Okay. Kennt er nicht. Weiß nicht mehr. Abschluss? Wie nennen die das hier? Wo habe ich das gefunden? Bei Balken? Als ich Balken... Steckdosen, ja, stimmt. Steckdosen brauchen wir auch noch. Okay, was hier mit bei? Weil sonst liegt da. Leisten. Und da hier, die schöne Hamburger Leiste. Bits and Bobs heißt sie hier. Und die in weiß, immer top. Hamburger Leiste. Schön. Zack. Kaufen. So. So, jetzt haben wir schon mal die Hamburger Leiste. Auf jeden Fall hier. Ne? Und könnte man auch hier vormachen, ne? Das ist immer noch mal was, das braucht man. Unbedingt. Also. Ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob wir diesen Raum hier brauchen. Ohne Scheiß. Ich finde das geil mit diesem Schrank, aber... Wir haben ja eigentlich gesagt, hier oben, wir haben Schlafzimmer. Wir haben ein Gästezimmer. Wir haben noch ein Zimmer, was ja wahrscheinlich mein Streamingzimmer wird. Und dann haben wir hier noch unser, wahrscheinlich unser Wohnzimmer. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Sven Roseneck, danke für dein Follow. Also, das ist natürlich ein sehr kleines Wohnzimmer. Was ist, wenn wir
Ich habe überlegt, hier ein Bad draus zu machen, ein größeres. Was ist, wenn wir diese Wand wegreißen, bis hier ranziehen, dass wir ein größeres Wohnzimmer bekommen? Die Wand natürlich hier weiterziehen. Hier kommt das Fenster natürlich weg. Dann müssen wir doch nochmal an die Fassade. Jetzt, wo ich alles weggerissen habe. Und dann hier ein größeres Bad draus machen. Was haltet ihr davon? Dann haben wir hier ein größeres Wohnzimmer, weil es ist ja not so big. Das ist wirklich klein. Weiß ja nicht, was Josie dazu sagt. Ich muss mal eben kurz auf mein Handy gucken, weil Josie hat mir mal was geschickt bei Discord. Le Discord. Das wäre eine gute Idee. Also, Sven ist schon mal meiner Meinung.